euch und mit meiner Mutter, die wieder hinter der Kamera steht. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Kovereye, und das ist ja wieder ein türkisches Gebäck. Das ist ein Börek, ist genau, das. Ein Börek, wie es der Name auch schon verrät. Und die Zutaten zähle ich euch jetzt mal auf. Ihr braucht 610 Milliliter warmes Wasser. Es darf nicht heiß sein, sodass ihr euch den Finger verbrennt oder so. Dann braucht ihr 1 Kilogramm Mehl, 2 Teelöffel Salz und eine Packung frische Hefe. Wenn ihr das aber nicht zu Hause habt, das ist nicht so schlimm, dann könnt ihr 2 Packungen Trockenhefe benutzen. Dann das sind jetzt die Zutaten für den Teig, ne? Dann braucht ihr für die Füllung, sage ich jetzt mal, Schafskäse. Und wir haben jetzt 250 Gramm genommen. Aber die Menge ist natürlich euch überlassen und was ihr in eurem Börek reintut, das ist euch auch überlassen. Ihr könnt auch Hackfleischfüllung nehmen. Oder Spinatfüllung. Genau, wir haben hier noch ein bisschen Petersilie mit reingemischt. Aber irgendwann werden wir euch das auch in anderen Varianten zeigen, mit, genau, mit Schafskäse und Hackfleisch. Ja, aber nicht in diesem Video. So, dann braucht ihr jetzt nochmal. Entweder nehmt ihr jetzt Margarine, die soll Zimmertemperatur sein, oder Öl. Wir zeigen euch aber hier in diesem Video, wie ihr mit beiden umgehen könnt. Genau. So, dann braucht ihr noch, natürlich zum Bestreichen unseres Böreks, braucht ihr 2 Eigelbe. Jetzt seid nicht schockiert, wir haben hier andere Farben, das hat aber nichts zu bedeuten, das war einfach so. Und dann haben wir hier noch Sesam und Schwarzkümmel, um das so raufzuschmollen. Es gibt wahrscheinlich einige von euch, die das nicht gerne essen. Und deswegen könnt ihr das auch weglassen oder die Menge ist auch wieder euch überlassen. Wir mögen es und tun so, ja, und wir tun das einfach rauf. Und falls euch die Menge zu viel ist mit einem Kilo, versucht es erstmal mit einem halben Kilo. Und ihr werdet es nicht bereuen, weil dieser Börek schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und dann gehen wir auch schon zur Zubereitung. Jetzt nehmt ihr ungefähr 500 Milliliter von eurem warmen Wasser und löst die Hefe darin auf. Noch Salz und Mehl rein und dann noch das Wasser langsam immer wieder hin. Das restliche Wasser. Genau, das restliche Wasser langsam immer wieder hinzugeben und das dann den Teig dann kneten. So sollte jetzt der Teig von der Konsistenz her aussehen oder sozusagen sich anfühlen. Und genau, falls euch der Mehlgehalt, also falls euch das noch alles so flüssig ist, dann könnt ihr noch ein bisschen Mehl hinzugeben. Jetzt müsst ihr den Teig ruhen, sodass er sich verdoppelt. Wie lange sollte er ruhen? Circa eine halbe Stunde. Er sollte sich schon verdoppeln. Genau. Und halten wir wieder die Zeit oder ist das nicht notwendig? Nee, ist nicht notwendig. Also circa eine halbe Stunde und dann sehen wir uns gleich. So, unser Teig hat jetzt 45 Minuten lang geruht. Wir werden jetzt daraus Teigbällchen machen, ungefähr so groß wie ein Brötchen. Wir werden natürlich vorher unsere Arbeitsfläche mit Öl einfetten. Und dann werden wir die Bällchen mit unserer Hand so ein bisschen andrücken, so groß wie ein kleiner Teller ungefähr. Und dann werden wir sie einstreichen, entweder mit, also wir werden sie abwechselnd machen, mit Öl oder mit Margarine.
So, der Teig hat jetzt 10 Minuten ausgeruht. Sollte dieser sich nicht dehnen lassen, dann könnt ihr ihn nochmal jetzt für 5 Minuten stehen lassen. Die Arbeitsfläche mache ich jetzt so ein bisschen mit Margarine. So, und dann nehmen wir wieder so ein Teigstück, legen es drauf und dann ziehen wir daran. Also wie gesagt, lässt er sich nicht ziehen, so lässt ihr ihn wieder warten. So, wir ziehen jetzt einmal dran schön. Und sollte er reißen, ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir werden ja den nachher rollen. Also von daher wird das alles sich nachher verdecken. So, jetzt kommt einmal die Käsefüllung rein. Das wieder nach Geschmack, wie viel man haben möchte. Und dann legt man den Teig einfach so drüber. Wie gesagt, die Löcher stören hier nicht. Und dann rollt man das Ganze. Und wenn wir es nachher gerollt haben, so machen wir hinterher eine Schnecke draus. So. So, und dann machen wir jetzt daraus eine Schnecke. Und mit dieser Schnecke werden wir dann einfach weiter fortfahren. Sprich, wir machen das jetzt gleich nochmal. Also wir machen das jetzt mit den ganzen Teigstücken hier. Genau. Und da setzen wir halt die Schnecke immer neu wieder an. Genau, und daraus kommt dann ein ganzes Blech raus und noch ein halbes Blech. Also zwei Bleche also, werden wir ja. bekommen. Diesmal zeige ich euch einen mit Margarine. Den wir jetzt auch wieder ziehen. Ja, und ihr könnt auch sehen, der lässt sich super, super, super gut ziehen. Braucht wirklich keine Angst zu haben. Wenn er genug geruht hat, dann kann man den einfach super verarbeiten. Jetzt führen wir die Schnecke einfach immer so weiter fort. Unser Börek ist jetzt einmal fertig. Wir haben jetzt wieder zwei Bleche, wie ich gesagt habe. Jetzt werden wir es mit Öl bestreichen, dann das Eigelb rüberstreichen und wir werden es 15 Minuten ruhen lassen. Schwarzkümmel und Sesam kommen auch noch rauf. Genau, die werden wir auch noch überstreuen. Und dann geht das Ganze bei 210 Grad in den vorgeheizten Backofen und wird ca. 20 bis 22 Minuten gebacken. Wir werden euch aber wieder die Zeit halten. So, unser Börek war jetzt 22 Minuten im Backofen und ich werde den einmal mit einem sauberen Tuch zudecken und ungefähr so 5 Minuten so lassen und dann können wir ihn auch anschneiden. So meine Lieben, mit diesem Video verabschieden wir uns von euch und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos unseren Kanal. Ja, und dann würden wir uns wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Genau, und schaltet das nächste Mal auch wieder ein und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss.